Also ich habe es gemerkt, da ich wirklich schon zum einen selbst als Gründerin eines deutsch-vietnamesischen Vereins war und auch später auf Bundesebene, auf Landesebene war ich auch in mehrere Vorstanden, also sozusagen Mitglied oder tätig. Ich habe wirklich gemerkt, auf jeden Fall das Wort Vernetzung muss da sein und noch dazu diese Ressourcen von uns Frauen, diese ganzen Frauenbewegungen, also Vernetzung mit allen. Und dennoch spezifisch gerade für uns Frauen, das muss auch nochmal ein gesonderter Bereich sein. Ja? Vernetzung heißt aber auch, wie können wir wirklich auch einen Raum oder eine Atmosphäre schaffen, dass die Frauen, ist ja egal, in welchem Status sie im Moment sich befinden. Also das beste Beispiel, was ich gestern sozusagen jetzt bei eurer Konferenz gesehen habe, einen geschützten Raum. Aber gleichzeitig ist so ein Raum der Vielfalt und gleichzeitig ein bisschen auch wie eigene Erfahrungen, Verletzungen, Wünsche, Bedürfnisse, Visionen zu teilen. Und gleichzeitig weiß man dann auch, ich bin nicht alleine. Und das war für mich total wichtig, weil ich war sehr, sehr oft alleine. Und selbst nachher in der verschiedensten Positionen, auch im Bundesvorstand, des Bundesverwaltungsinteressionsrates oder auch eine Sprecherin des migrantischen Gruppe hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und da habe ich wirklich schon gemerkt, da brauchen wir auch viel mehr Frauen, die sich auch trauen und zu sagen, wir haben total Lust, wirklich etwas hier zu verändern, aber vor allem, wir haben total Lust, nicht nur uns selber zu verausgraben. Also wir neigen ziemlich sehr oft dazu. Wir arbeiten, wir fordern sehr wenig ein. Ja? Also ich sehe das auch, manchmal sind wir wirklich als Protokollschreiberinnen oder wir kochen, wir räumen den Tisch von den Vorstandssitzungen ab, aber die Beschlüsse, die wir gemeinsam beschlossen haben oder entschieden haben, wurden aber teilweise gar nicht mal von Frauen sozusagen in der Öffentlichkeit gebracht. Also Vernetzung, Einzelne ist es sehr, sehr wenig und gerade für diese ganzen Themen, die uns betreffen, und das geht es wirklich nur, indem wir raus, also diese Ohnmachtlosigkeit, das spüre ich sehr oft auch, manchmal auf diesem Weg dahin, verlierte ich dann schon sehr oft auch den Mut und sage, wozu das Ganze? Ich allein kann sowieso nur ein bisschen sozusagen bewegen, also vernetzen. Und ich weiß nicht, also ich bin selber nicht in einer Partei. Politisch müssen wir. Wir müssen uns auch aufteilen und uns in verschiedensten Gremien. In verschiedensten Gremien, ja. Auch nicht nur, wo nur Frauen sind, nicht nur beim Frauenministerium oder so, sondern auch in einem Bereich, wo Männer oder andere Nationalitäten viel, viel stärker dort sind, also auch die Mehrheitsgesellschaft. Ich glaube, dafür ist es auch wichtig, also ich spreche nur von mir, wenn ich weiß, ich werde jetzt engagiert, ich habe jetzt irgendwie so eine legitime Mentalität von uns Frauen irgendwo mich zu engagieren, aber gleichzeitig für mich ist auch wichtig, dass ich so einen Halt bekomme im Hintergrund, weil ich habe vorhin im Gespräch mit mehreren Frauen, sie sind aus sehr, sehr starken Frauen in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer war ich sogar jahrelang in einem Netzwerk, also im Sprecherrat tätig. Und sie klagen schon ganz doll über, sie sind total wütend, dass sie nicht erreichen können. Sie haben auch gesagt, das ist sehr, sehr doll noch, sehr, sehr macho, also sehr Männer, dominierende Struktur. Und dann, wenn sie wirklich mit solchen Themen, wo darum geht es, Rechte für die Frauen zu erkämpfen, dann werden sie teilweise wirklich mit einem Wisch sozusagen jetzt abtun und so ungefähr, naja, hab einmal nicht so, so schlimm ist es doch halt nicht, was sexistisch, was Sexismus angeht und vor allem die Forderung von Frauen. Also, sie sind schon gewohnt, dass wir irgendwie alles machen, dass wir nett sind und dass wir auch wieder Initiativen gründen, aber ich glaube auch gerade migrantischen Frauen, vielleicht aus bestimmten Herkunftskulturen, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben im Hintergrund,
und wir leisten die Arbeit und wir sind bescheiden, wir sind fleißig. Ich glaube, das ist nicht so ein guten Weg. Ich weiß, es fordert viel Mut und manchmal eckst du den auch an, ja. Aber ja, solche Treffen wie diese 2-Tage-Konferenz von Frauen, organisiert für Frauen. Also ich selber habe schon mehrmals gesagt, aber mit den 3 Frauen, die ich vorhin gesprochen habe, sie haben gesagt, wow, das gibt uns, wir können hier wirklich was auftanken. Und das wirklich, so wie ich das auch gestern auf der Bühne gesagt habe, gesagt, hey, wie nach Hause kommen, wir sind jetzt hier zu Hause. Und ich glaube, das ist das, was wir auch brauchen für diese ganze Arbeit, die wir da draußen noch so erledigen haben. Vernetzen und Bündnisse holen und vor allem uns wirklich solidarisieren und uns als einheitliche Stimme irgendwie nach außen hin zu vertreten. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich merkte gestern auch bei den ganzen Diskussionen, es gibt natürlich verschiedene Ansichtssachen, aber auch das soll uns wirklich für die großen Dinge, zum Beispiel Arbeitsbedingungen, Gleichberechtigung von Frauen, ja, das ist alles das einstimmig nach außen von uns als Forderung gelten. Und wir müssen wirklich nicht nur ehrenamtlich in eine kleine Organisation engagieren, das brauchen wir auch, ne? Aber auch die anderen Frauen zu ermutigen, geh rein in die Gremien, geh rein in die Politik oder mischt euch ein in die Politik. Ich glaube, nur dadurch können wir mehr erreichen. Eindeutig, das ist ein Problem, die sprachliche. Die meisten, vor allem von meiner Generation, das heißt die Vertragsarbeiterinnen-Generation, das war ja nicht vorgesehen. Wir sollen ja nicht hierbleiben. Wir sollen ja so früh wie möglich wieder zurück. Nach 5 Jahren, Vertragsjahren, sollen wir wieder zurück. Und dann die zweite Sache, was ich auch mehrmals schon erzählt habe, sowohl von der vietnamesischen Seite als auch von der DDR-Seite, war überhaupt nicht gewollt und gewünscht, dass wir sozusagen sehr gut Deutsch können und dass wir auch Kontakt zu der Bevölkerung haben. Also weil dann dadurch kannten wir unsere Rechte und Pflichte. Na, Pflichte sollen wir schon sehr gut kannten, aber Rechte dann nicht so gut kennen. Und dadurch konnte man uns auch viel besser kontrollieren oder unterdrücken. Das sind sozusagen schon mal die 2 Sachen. Zum einen sprachlich, aber auch, wo die Frau sagt, wozu soll ich jetzt Deutsch lernen, wo ich sowieso wieder zurück muss. Und dann diese ganzen aufenthaltsrechtlichen Bedingungen, dass wir Migrantinnen immer das Gefühl haben, wir sind immer auf der Durchreise. Es kann morgen alles schon wieder passiert sein. Gestern haben mehrere Frauen, also ich war so traurig und so wütend zugleich, dass, und auch die Generation der Vertragsarbeiterinnen erzählt, erst 97, 7 Jahre nach der Wiedervereinigung, haben die Vertragsarbeiter erst endlich eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Ja? Ich glaube dennoch, also das habe ich gemerkt bei mir, das ist gut, vielleicht am Anfang, um Mut zu machen für die Frauen, dass sie sagen, ich rede jetzt erstmal auf meine Muttersprache. Und gestern, bei einem Beispiel fand ich so gut, eine Frau hat immer so umgewechselt zwischen mehrere Sprachen. Und das heißt, es gibt nicht nur eine Kultur, eine Sprache, sondern diese Frau, da sie nur in Migration, also ihre Missionswege, hat sie für bestimmte Gefühle, will sie auf Englisch, für bestimmte Gefühle wollte sie auf andere Sprache sprechen. Das fand ich so toll. Und das sind sozusagen die ersten Schritte, dass diese Frauen diese Gefühle kennenlernen und sagen, das lohnt sich, obwohl das ist so schwer. Es kann sein, dass ich morgen wieder abgeschoben werde, aber solange ich hier bin, nutze ich die Zeit. Und das erste Mal, dass meine Stimme gehört wird, sei das auf meine Muttersprache, dafür wird von anderen schon dafür gesorgt, dass meine Stimme gehört wird. Und dann glaube ich aber dann auch, dass wir wirklich sagen, okay, auch die Sprache müssen wir lernen, aber auch sich einmischen. Also nicht so schnell aufgehen oder nicht erstmal da sitzen und warten. Erst wenn ich das und jenes bekomme, dann lohnt sich es zu machen. Weil dann liefern wir genau das Bild für eine Gruppe, die sowieso gar keine Rechte hier haben. Und dann um sie kümmert sich sowieso keiner. Und wenn
die politische Situation wieder mal kippt, dann sind sie genau wieder als Spielball für eine politische Sanktion oder was weiß ich, für die Ausnutzung von unseren Ressourcen. Ja, also Sprache, glaube ich, schon wichtig, aber dennoch, auch selbst, wo man noch im Moment noch ganz allein ist, aber schon Organisationen zu finden. Und ja, wie eine Frau, die zweimal schon erfolgreich gegen ihre Abschiebung, aber das hat sie nur geschafft, weil sie auch immer wieder Unterstützung von Frauengruppe bekommen haben, also von euch. Also Sprache ist eine Sache, aber dennoch, es gibt Frauen, das sage ich dir auch ganz ehrlich, sehr, sehr viele Frauen in meiner Vertragsarbeitergeneration, sie sprechen sogar noch fehlerfreier Deutsch als ich, aber sie organisieren sich nicht. Wir müssen selber entscheiden, wenn wir sowieso hier sind, ob das für einen Tag, für ein Jahr, für zwei Jahre, wir mischen uns ein. Und dann kann sein, dass wir die deutsche Sprache erstmal auch lernen müssen oder vielleicht eine Ausbildung machen müssen, ist auch egal. Oder wirklich politisch sich einzumischen, also sichtbar wie möglich so machen, sag so, hier bin ich. Und ich, solange ich hier lebe und sei das eine Duldung, habe ich das Recht, hier in Deutschland zu leben. Und dann können wir dieses Recht einfordern und sagen so, also ich gestalte es hier mit. Ich will hier mitgestalten und ich will auch, dass es meine Geschichte, meine Stimme oder meine Forderung hier gehört wird. Ja. Das hat ja sozusagen den Zusammenhang. Ne? Genau. Also ich habe es auch gemerkt bei uns, also auch mich darunter. Wir kommen natürlich auch eine Kultur, die sehr, sehr stark durch die Erziehung von Konfuzianismus also geprägt ist. Das heißt, wir sollen immer bescheiden wirken, wir sollen immer lächeln, wenig einfordern, wenig auffallen. Und noch dazu, wir haben das auch gelernt, auch Vietnam war ja über 30 Jahre lang im Krieg. Und auch in Deutschland, in der DDR, haben wir ja auch gelernt. Und vor allem nach der Wende haben wir gelernt, wenn wir unauffällig uns aufhalten, dann werden wir verschont von den rassistischen Angriffen. Und vor allem, dann sind wir nicht so sichtbar und dann werden wir nicht zum Zielscheibe von den Rassisten. Aber das ist so fatal, weil wenn ich jetzt wirklich hier lebe und ich sehe nun mal denn so aus, dass ich wirklich nicht wie Bio-Deutsche aussehe und dennoch will ich immer nur alles weglächeln, wenn man mich selber beschimpft. Und wenn man mich selber nicht als Vietnamesin, sondern als Fidschi beschimpft und ich lächle trotzdem noch weg, dann ist fatal, weil ich versuche, mich unterzuordnen, dann habe ich kein Gesicht. Ich habe kein Gesicht und über mich werden die anderen Leute sprechen und Urteile über mich fehlen. Und ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit oder ich schaffe die Möglichkeit nicht, politisch in diese Gesellschaft mitzugestalten und mit einzufordern.